Das hier ist der Mark. Das ist jetzt nur das Studio. Moment. Ah, das hier ist der Mark. Er ist Musikproduzent und produziert unglaublich gerne. Hey Mark, kannst du mal bitte was produzieren, was nur aus deinem PC kommt? Mark sprach natürlich. Natürlich? Und freute sich, denn er hat schon lange nicht mehr Musik produziert. Moment, um was ist das? Na gut, das ist auch Musik, aber nicht so schöne wie echte. So produzierte er los. Und, hast du schon was produziert? Ich wette, du wirst beim Schlagzeug schon passen müssen. Um was ist das? Boah, das klingt ja echt, aber ein echtes Klavier kriegst du nie hin. Hier, klingt für mich gut. Und ein Bass? Aha, doch, das schaffe ich. Bläser? Bitte. Ist das nicht dieses Sweet Child O' Mine von Guns N' Roses? Ja, das ist es. Da fehlt aber noch das Wichtigste, die Gitarre. Eine Gitarre? Schaff ich. Ach du meine Güte, das soll eine echte Gitarre sein? So klingt eine echte Gitarre. Wie was? Die Gitarre darf nie aussterben, denn das ist nicht das Einzigste, was man mit einer Gitarre machen kann. Man kann damit auch Folgendes spielen. Blues. Rock'n'Roll. Klassik. Jazz. Zum Beispiel auch noch Hard Rock. Musik.
Metal. Und geile Rockballaden. Musik bleibt immer noch Musik, aber durch schlechte Hip-Hop und Popmusik wird sie immer kommerzieller. Also, macht mit, kauft eine Gitarre und lasst sie leben. Das war die Geschichte von Marc, dem Musikproduzenten.